Wollt ihr ein Geheimnis erfahren? Diese Geschichte handelt von der Torheit. Ich kenne die Ereignisse und die Wahrheit, aber das Ende kenne ich nicht. Lasst sie mich erzählen und vielleicht finden wir es gemeinsam heraus. Wirklich nett. Monate der Planung und Gefälligkeiten. Alles ist vorbereitet. Ferelden wird lernen, dass Orlais das Spiel beherrscht. Aber nach unseren Aufträgen und einer persönlichen Angelegenheit gehört der Rest danach dir. Bist du dem gewachsen, meine Schöne? Du weißt, ich bin zu allem bereit. Ja, das bist du. Dank mir. Ich beobachte dich. Enttäusch mich nicht. Ich liebe es, wie sie geht. Da geht mir der Stein auf. Bitte. Gönnen wir uns ein wenig Spaß mit den adligen Fereldens. Sie sind so ahnungslos. Die Kunden wollen ein wenig Diebstahl. Beleidigungen. Und einen Schuss Rache. Augen auf. Wir kennen unsere Ziele. Suchen wir sie. Herausragende Importwaren. Der Mann ist wirklich von sich überzeugt. Oh, das ist Totenschmuck. Feinste Kleidung? Dieser Sir Wally war eindeutig noch nie in Orlais. Suchen wir nach einem besseren Verwendungszweck für sie. Wer? Jovi Maris? Oh nein, es hieß doch, mir geschieht nichts. Tut mir leid. Ihr habt den falschen Adligen verärgert. Ich gehe nicht zurück. Niemals. Soll mir recht sein. Marjolaine hat dem Kerl wirklich... Ich frage mich, wie viel Schande er wohl ertragen kann. Neben einem Toten aufzuwachen, wird seine Lage wohl kaum verbessern. Marjolaine? Marjolaine! Spiel jetzt nicht mit mir. So macht man das. Oh, meine Schöne. Ganz außer Atem. Und deine Frisur. In Orlais wäre das ein Skandal. Und das liebst du ja. Und genau so willst du mich doch haben, oder? Du denkst also, du weißt alles. Auch welche Strafe mein armer Hauptmann verdient hat. Hättest du ihn gekannt, wärst du noch viel weiter gegangen. Aber genug der Ablenkung. Jetzt habe ich etwas Besonderes im Sinn. Lem? Ja, Marjolaine? Sorge dafür, dass sie alles bekommt, was sie braucht. Wir werden heute Nacht nicht zur Ruhe kommen. Lass mich nicht im Unklaren. Welches Ziel hast du für uns ausgesucht? Alles zu seiner Zeit. Im Moment musst du nur wissen, dass wir uns eine besondere Pause verdient haben, sobald alles erledigt ist. Bereite dich vor und komm dann zu mir zurück. Mein Können ist alles, was ich brauche, Marjolaine. Ich bin immer bereit. Genau das, meine Schöne, wollte ich hören. Heiliger Stein. Man kann doch nicht nach Denerim kommen, ohne das Anwesen des Aals zu besuchen. Du bist verrückt. Der Aal ist nicht hier und ein Großteil der königlichen Wachen scheint mit irgendwelchen Problemen auf dem Markt beschäftigt zu sein. Unser Auftraggeber möchte einfach nur,
dass wir einen Einbruch vortäuschen, um einige belastende Papiere zu hinterlassen. So wird niemand vermuten, dass sie gerade erst hier deponiert wurden. Oder befürchtest du vielleicht, dass du dieser Aufgabe nicht gewachsen bist? Also gut. Und wir behalten, was wir nebenbei stehlen, richtig? Das ist mein Mädchen. Es läuft genauso wie das Spiel in Olay. Aufteilen, die Wachen voneinander trennen und einen Weg ins Innere suchen. Und platzieren die Papiere so, dass die Diener sie finden können. Und zwar im Schlafzimmer. So wird es schön persönlich. Lass mich nicht warten. Ei, immer noch Erde. Damit sind sie außer Sichtweite. Bist du jetzt glücklich, Sketch? Naja, beruhigt. Also gut, wir suchen uns noch mehr Soldaten und sorgen für ein bisschen Chaos, bevor wir die Papiere deponieren. Ich liebe es, wenn du so redest. Und dich liebe ich auch, Sketch. Kommt, Kommandant, zeigt mir euren kleinen Drachen. Was zum... Orlesianische Siegel. Beeil dich, wir überstrapazieren ihre Gastfreundschaft. Madeleine? Wo warst du? Wer war dieser Mann? Was? Ach, nur irgendein Offizier. Ich habe versucht, größeren Kämpfen vorzubeugen. Ein Offizier? Wer... Und was ist hiermit? Mit diesen orlesianischen Militärsiegeln? Keine Zeit, das auszudiskutieren. Das gefällt mir nicht. Später, Liliana. Los jetzt. Ihr seht ein wenig verstört aus, Kleine. Bereitet es euch keine Sorgen, dass wir hier sind? Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Meine Geldbörse folgt Marjolaine. Sie hat einen Blick für Geld. Aber wenn wir geschnappt werden... Wenn ihr geschnappt werdet. Ich weiß nie, was ihr so treibt. Und genau so mag ich es auch. Vergesst es. Das tue ich immer. Bist du etwa mit Kochen an der Reihe? Ich muss einfach irgendwas tun. Das Anwesen des Aals und diese Soldaten? Die Templer sollten die Magier in Ruhe lassen und lieber Jagd auf Leute wie Marjolaine machen. Ich mache mir auch Sorgen, aber wir bringen es wieder in Ordnung, irgendwie. Wir sollten einfach untertauchen, anstatt abzuwarten, bis wir geliefert sind. Du willst nicht zurück nach Olay? Es gibt nicht viel, wohin ich zurückkehren könnte. Und wenn sie erst einmal glauben, dass ich eine Gefahr für das Land bin, bleibt noch viel weniger. Ich hatte schon Angst, ich sei die Einzige, die nichts von dem Plan wusste. Du bist doch diejenige, der sie alles erzählt. Warum bist du dann mitgekommen? Ein abtrünniger Elf muss dafür sorgen, dass er immer in der Nähe seiner Freunde bleibt. Ich kann schon allein aufgrund eines Gerüchts gehängt werden. Unbeabsichtigter Hochverrat ist da vielleicht doch etwas zu viel des Guten. Ich mache mir auch Sorgen, aber wir bringen es wieder in Ordnung. Es gibt nicht viel, wohin ich zurückkehren könnte. Und wenn sie erst einmal glauben, dass ich eine Gefahr für das Land bin, bleibt noch viel weniger. Ich muss mit Marjolaine darüber reden. Und zwar schnell. Ein Glück, dass ich das nicht machen muss. Nun, Marjolaine steckt voller Überraschungen. Ich muss einfach mit ihr über die Papiere sprechen, oder? Es scheint, als hättest du dich bereits entschieden. Hat Marjolaine dich auch im Dunkeln gelassen? Das tut sie doch immer. Nein, nicht immer. Das mag vielleicht für dich gelten. Ich erfahre nur, wo und wann. Und meistens reicht das auch. In Val-Royo war es sowieso ziemlich ruhig. Außergewöhnlich ruhig, um ehrlich zu sein. Marjolaine hat diese Mission seit Monaten geplant. Sie hat dafür sogar ein paar Aufträge abgelehnt. Das hat uns ausgehungert und ein wenig blind werden lassen. Aber bestimmt nicht mit Absicht. Natürlich nicht. Wir müssen etwas tun, bevor die Sache zu einem Problem wird, Tuck. Aber was? Naja, ich würde einfach mein Geld nehmen und wieder nach Olay abhauen. Ich habe da eine Kleine, die ganz heiß darauf ist, ihren adeligen Gatten für mich zu verlassen. Wir haben einiges veranstaltet, um den Markt entsprechend vorzubereiten. Irgendjemand wird wissen, dass wir hier waren. Marjolaine hat einflussreiche Leute in der Hand. Sie weiß, wie man mit Verrat fertig wird. Ja, vielleicht.
Vielleicht mache ich mir ja zu viele Gedanken. Diese Papiere waren nicht Teil des vereinbarten Auftrags. Sie stellen ein besonderes Risiko dar. Dann solltest du sie wissen lassen, dass du dir auch Sorgen machst. Ob sie davon weiß und ob es sie interessiert, sind zwei verschiedene Dinge. Ich bin mir sicher, das alles ist nur ein Missverständnis. Wir können es wieder in Ordnung bringen. Das wird sie nicht gerne hören. Meine Sorge war also berechtigt. Das spielt keine Rolle. Vergiss nicht, mit wem du sprichst. Stell mich vor den anderen niemals in Frage, Liliana. Weder auf einer Mission noch sonst wo. Das Spiel ist eine Sache. Wir spielen die Adligen gegeneinander aus und die Mächtigen sehen weg. Es ist nur ein Spaß. Aber diese Papiere... Wenn das olesianische Militärsiegel sind, ist es Hochverrat, sie nach Ferelden zu bringen. Bei Hochverrat sieht niemand weg, Marjolaine. Sie werden uns öffentlich hängen. Meine Schöne, so verloren an einem fremden Ort. Ach, geht es darum, dass du mich mit diesem Offizier gesehen hast? Du hast uns damit überrumpelt. Hätte ich davon gewusst, hätte ich es dir ausgeredet. In Orlais warst du nie so zögerlich. Vielleicht habe ich dich einfach zu früh von der Straße geholt. Marjolaine, bitte. Du lässt mir keine Wahl. Wir werden es rückgängig machen, nur für den Fall, dass irgendjemand es herausfinden könnte. Das wird nicht einfach. Vergiss nicht, dass du darum gebeten hast. Du weißt, dass es das Richtige ist. Wie du meinst. Ich werde eine Weile brauchen. Bist du bereit? Das wird kein Kinderspiel. Ich weiß. Wir gehen zurück, sobald es wieder dunkel ist. Sie werden nicht mit einem zweiten Einbruch in so kurzer Zeit rechnen. Wir könnten behaupten, wir seien von Anfang an hier gewesen, um die Papiere zu stehlen. Für Orlais. Ich habe nicht vor, in eine Lage zu kommen, in der ich überhaupt jemandem etwas erzählen muss. Wollen wir gehen? Ich werde ruhiger schlafen, wenn das alles hinter uns liegt. Alles wird gut. Ich verspreche es. Du hattest recht, der Weg war frei. Vielleicht haben wir ja schon alles gestohlen, was es wert war, bewacht zu werden. Da wären wir. Lass uns deine kostbaren Papiere holen und dann von hier verschwinden. Na toll. Vielleicht hättest du ja etwas schwungvoller über die Mauer klettern sollen. Ich lenke so viele ab, wie ich kann. Lauf! Marjolaine, ich habe bekämpft, wen ich konnte, aber es muss noch mehr geben. Ist schon gut. Wir könnten ihnen von den Papieren erzählen. Orlais wird sich für uns einsetzen. Sch, meine Schöne. Sch. Es tut mir leid, dass ich uns hierher zurückgebracht habe, Marjolaine. Das muss es nicht. Du warst perfekt. Na, so etwas. Eine orlesianische Spionin. Die ferelische Geheimdokumente stehlen wollte. Ihr werdet mir einiges einbringen. Nachdem ich meinen Spaß mit euch hatte. Sie sterben zu sehen, nicht wahr? Ausgerechnet von ihr verraten zu werden. Wer? Eine Freundin. Ich kann euch helfen. Aber ihr müsst entschlossen sein.
Ich hoffe, das ist kein Trick. Noch mehr verkrafte ich nicht. Ihr tragt Narben, innerlich ebenso wie äußerlich. Marjolaine versteht es genau dann zuzuschlagen, wenn man am verwundbarsten ist. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin also noch nicht einmal die Erste. Ihr habt mehr als genug Feinde, Mädchen. Warum macht ihr es euch selbst so schwer? Andere brauchen euch, selbst wenn ihr am Boden seid. Und daraus erwächst eine Kraft, die nur schwer zu beschreiben ist. Ich muss gehen. Ihr schafft das. Woher wisst ihr davon? Woher wisst ihr von mir? Hallo? Oh, oh nein. Nein. Tag. Das war sie. Sie und ihr Monster. Dafür werden sie büßen. Sicherheit. Dorothea? Dorothea? Euer Gast ist wach. Offensichtlich. Bitte, gebt uns einen Moment. Bitte. Ihr habt zweifellos einige Fragen. Dorothea? Sollte ich euch etwa kennen? Nein. Aber wenn ihr darauf besteht, dass ich mich angemessen vorstelle, mein offizieller Titel ist... Muss ich euch also mit Hochwürden ansprechen? Mein Tempel ist in Orlais. Ich kam ohne Genehmigung hierher, in der Hoffnung, meine Fehler wieder gut machen zu können. Einfach nur Dorothea genügt also vollkommen. Das hier ist eine Kirche. Wollt ihr mich etwa einsperren? Die Kirche ist nicht der verlängerte Arm der königlichen Rechtsprechung. Ich bin mir allerdings sicher, dass diese guten Bürger Ferelden's unser beider Taten missbilligen. Aber ihr seid doch eine von ihnen. Ich bin auch eine Orlesianerin. Sie haben keinen Grund, auf mich zu hören. Sie wissen jedoch, dass es der gesamten Kirche schaden könnte, wenn ich hier scheitere. Ihr habt mich gerettet? Ihr habt mir einen Schlüssel gegeben? Ihr brauchtet keinen Schlüssel. Ihr hättet auch eine Wache übertölpeln oder euch aus einem Splitter oder etwas Garn einen Dietrich flechten können. Es würde euch gut stehen, wenn ihr eure Haare flechten würdet. Wie auch immer. Ich habe euch lediglich klargemacht, dass ihr niemals machtlos seid, wenn andere in Not sind. Aber warum? Weil es das ist, was ich hören wollte, als ich in eurer Lage war. Das ist ja alles hochinteressant. Aber ich muss möglichst weit von Ferelden und Orlais weg, und zwar schnell. Die Papiere, die Marjolaine Rayleigh verkauft und gegen euch eingesetzt hat, gehörten mir. Ihr wart das? Aber sie gehörten dem orlesianischen Militär. Das ist Hochverrat. Mein Tempel wird über Truppenbewegungen informiert, damit wir sie unterstützen können. Die Papiere wurden mir gestohlen in einem Moment der Schwäche. Ich wusste nicht, warum Marjolaine meine Nähe gesucht hat. Aber es hat mir das Gefühl gegeben, als wäre ich wieder jung. Das ist also alles eure Schuld? Es wäre treffender zu sagen, dass ich eine Mitschuld trage. Genau wie ihr. Ihr seid für eure Schwächen verantwortlich, selbst wenn diese ausgenutzt werden. Ich habe doch versucht, die Sache zu verhindern. Was kann ich denn sonst noch tun? Die Frage ist, was ihr tun wollt. Was wollt ihr von denjenigen, die euch das angetan haben? Ich kann euch sagen, wo Marjolaine ist, wo Kommandant Rayleigh ist. Helft Orlais und ihr helft euch selbst. Ihr findet mich hier, wenn ihr bereit seid. Was? Silas, richtig? Ja. Ich musste bei euch bleiben.
Ich hoffe, mir das Vertrauen der ehrwürdigen Mutter verdienen zu können. Ebenso wie das eure. Ich bin bereit, Jagd auf den Kommandanten zu machen. Und auf diese Marjolaine, die euch überlassen hat. Ich musste eine Woche Rayleys Gesellschaft ertragen. Und das war mehr als genug. Das konnte ich hören. Ich hoffe, ihr beurteilt nicht alle Bürger Fereldens nach ihm. Wir sind nicht wie er. Auch wenn es nicht unbedingt jemand wie ich sein sollte, der das sagt. Ihr wollt mir also folgen? Und was glaubt ihr, wohin euch das führen wird? Ich hoffe, der Kirche dienen zu können, wenn das hier vorbei ist. Ich habe sie bereits über meine Absichten in Kenntnis gesetzt. Und was ist mit euch? Mit mir? Niemanden interessiert, was ich will. Es sollte euch interessieren. Ich habe also einen Verbrecher befreit? Ich habe gewildert. Und hätte die Auspeitschung als Strafe akzeptiert. Aber Rayleigh hält sich nur ungern mit lästigen Kleinigkeiten wie dem Gesetz des Königs auf. Ich war monatelang eingekerkert. Einzig und allein zu seiner persönlichen Unterhaltung. Wie lernt ein kleiner Verbrecher so gut mit der Klinge umzugehen? Ich war früher Soldat. Vermutlich war ich Rayleigh während des Krieges nicht ganz unähnlich. Ich bin allerdings froh, sagen zu können, dass ich jetzt nichts mehr mit ihm gemein habe. Hätte das auch mich erwartet? Nein. Wichtige Gefangene verkauft er gegen ein Lösegeld an den Meistbietenden. Aber natürlich erst, nachdem er seinen Spaß hatte. Ich schätze, Dorothea wartet auf mich. Ich folge euch, wohin auch immer ihr mich führt. Das bin ich euch schuldig. Und noch viel mehr. Danke fürs Rausholen, Liliana. Kein Markt für einen kleinen Helfer. Kein Markt? Dieser Raleigh hätte mich nicht lange behalten. Da Marjolaine dich als Redelsführerin hingestellt hat, wärst du an den Meistbietenden verkauft worden. Vielleicht sogar an die Kaiserin. Ich wünschte nur, ich hätte Tuck helfen können. Sie haben sich ihn als Ersten vorgenommen. Er hat Raleighs Männer tagelang verspottet. Das hat sie wahnsinnig gemacht. Er hat sich für mich geopfert. Sie wollten mir die Hände abschlagen. Nur so könne man einem Magier trauen. Oh, Sketch. Ich bin so wütend, aber das können wir nicht wieder in Ordnung bringen. Nein, wir können es nicht wieder in Ordnung bringen. Aber wir können für Gerechtigkeit sorgen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt weiß, was das bedeutet. Wir dürfen einfach nicht aufgeben. Arbeitet ihr in diesem Tempel? Ich widme mein Leben der Kirche, ja. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Sind alle Schwestern so kalt wie ihr? Wie bitte? Solltet ihr nicht eigentlich erhaben sein oder so etwas? Zu meinen Pflichten als Beteuernde zählt nicht, mich angreifen oder beleidigen zu lassen. Entschuldigt mich. Unsere Marjolaine hat sich Kommandant Rayleigh als Eskorte gesichert, um Ferelden zu verlassen. Zweifellos erwartet sie Vergeltungsmaßnahmen für ihre Verbrechen. Und es wäre doch wirklich zu schade, wenn ihre Erwartungen enttäuscht würden. Sagt mir, wo ich Marjolaine finde. Ich hoffe, ihr tut dies aus euren eigenen Beweggründen. Wollt ihr eure kostbaren Papiere zurück oder nicht? Nicht, wenn dadurch noch mehr Leid entsteht. Betrachtet es als Teil meiner Berufung, derartige Bedenken zu haben. Die Angelegenheit betrifft nicht nur Marjolaine und mich. Ich hoffe, sie wusste nicht, was Rayleigh euch antun würde. Allerdings bin ich in derartigen Dingen manchmal ein wenig naiv. Ich muss zwar für den Kommandanten beten, aber ich wäre nicht traurig, wenn diese Welt von ihm befreit wäre. Er eskortiert Marjolaine zum Wachen Meer. Sie wird dort auf ihre Überfahrt warten. Ich habe euch einen Weg aufgezeigt. Seid vorsichtig. Jämmerliches Mädchen. Ihr seid im Herzen Fereldens. Was erhofft ihr euch eigentlich? Hör auf den Kommandanten, meine Schöne. Du hast keine Chance. Ah. Ihr seid besser, als Marjolaine behauptet hat. Die Baden von Olay werden ihrem Ruf gerecht. Ich mochte das ängstliche Mädchen in meiner Zelle.
Ich töte euch nicht. Das gönne ich anderen. Ich danke euch. Töten. Der Spaß ist größer, wenn die Sache persönlich ist. Was hat dir die reizende Mutter für ihre Papiere angeboten, ne? War es so unterhaltsam wie das, was ich getan habe, um sie zu bekommen? Die Papiere sind unwichtig. Ich würde sie umsonst zurückholen. Dann hatte ich recht damit, dass du gefährlich bist. Wag es nicht, den Spieß umzudrehen. Deine Taten sind unverzeihlich. Als du angefangen hast, mich in Frage zu stellen, war klar, dass du mich irgendwann verraten würdest. Genau das hätte ich auch getan. Nur, ich war schneller. Wir sind gleich. Nein. Und doch stehst du hier, mit gezogener Waffe. Dein Misstrauen hat dich zerfressen. Habe ich dich jemals gekannt? Wären die Rollen vertauscht, müsstest du immer meine Klinge fürchten. Marjolaine, wir sind gleich. Moment behalte ich für mich, denn ich weiß nicht, welches Ende angemessen ist. Die Wahrheit dieser Geschichte ist, dass ich wählen konnte. Der Rest ändert sich je nach Publikum. Alles ändert sich, wenn man ein Ziel hat.